Diese Aufnahme war das letzte Video von Petra Laszlo, bevor ihr Leben für immer verändert wurde. So bedrohlich hat sie die Menge erlebt. Binnen zwei Sekunden wurde sie von drei Personen attackiert. Versuchen wir zu verstehen, wie sie diese zwei Sekunden erlebte und was sie machte. Diese zwei Sekunden werden wir jetzt unter die Lupe nehmen. Ich werde alle Zehntelsekunde dokumentieren. Hier starte ich den Stopper. Links oben ist zu sehen. Jetzt sind wir bei 0,0 Sekunden. Die Frau wurde hier angerempelt. Die Schulter des Migrantes stößt in die Seite der Kamerafrau. Mit der Kamera in der rechten Hand konnte sie ihre rechte Seite nicht schützen. Fanny Fatscher bei ZDF hat diese erste Szene einfach weggeschnitten. Bei 0,40 Sekunden taucht der Kopf des Jungen auf. Er ist im wehrfähigen Alter. Er hat einen freien Weg in Richtung des grünen Pfeils, aber bei 0,68 Sekunden wechselt der Junge plötzlich die Richtung. Er wollte in die andere Richtung. Das ist sein gutes Recht, aber für die Frau erschien es so, als ob er sie angreifen wollte. Bei 0,72 Sekunden rennt er gerade auf die Frau zu. Sie sagte später aus, dass sie schon einmal angerempelt wurde und sie das Gefühl hatte, dass sie sich verteidigen musste. Sie wurde ja einmal schon 0,7 Sekunden früher attackiert und sie wollte den nächsten möglichen Angreifer aus ihrer Nähe vertreiben. Vielleicht hätte Henriette Reker aus Köln auch so reagiert. Die Tipps, die der Starter eventuell vorschlägt. Naja, es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Sie versuchte also, den Armlängenabstand von Köln mit dem Fuß herzustellen, weil die Kamera in ihrer rechten Hand war. Ihr Verteidigungsversuch wurde als Angriff bewertet. Sie hatte kein Recht auf Armlängenabstand. Für diesen Tritt entschuldigte sie sich später und die deutschen Medien haben ihre Entschuldigung dankend als Zugeständnis des Beinstellens an Osama Mosen übernommen. Ihr Entschuldigungsbrief wurde verfälscht, weil man den Dämon am Zaun darstellen wollte. Ab 1,24 Sekunden taucht das Mädchen auf. Ich habe hier eine gelbe Linie zum Baum eingezogen, um die Bewegungen besser zu sehen. Wir sehen die Frau an der gelben Linie und das Mädchen auf der rechten Seite der Linie. Das Mädchen rennt neben ihrem Vater. Ab ca. 1,32 Sekunden können wir den Vater sehen, als er den Ellenbogen der Frau mit dem grünen Hemd ausweichen musste. Und bei 1,48 Sekunden führt er dabei seine Tochter genau auf die Kamerafrau zu. Bei 1,56 Sekunden ist das Mädchen schon links von der gelben Linie. Sie ist voll auf Kollisionskurs. Wenn die Frau an der gelben Linie geblieben wäre, wäre es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Bei 1,64 Sekunden muss das Mädchen sehen, dass sie keinen Platz zwischen ihrem Vater und der Kamerafrau hat. Weniger als 10 cm reichen nicht aus, um durchzukommen. Wenn das Mädchen jetzt immer noch weiterläuft, will es dann die Frau mit der Kamera umstoßen. Halten wir das fest. Wer hat hier eigentlich wen angegriffen? Das Mädchen klammert sich an ihrem Vater und will die Kamerafrau umstoßen. Sie muss die Kamerafrau umstoßen, sonst kommt sie nicht durch. Bei 1,68 Sekunden schaut der Vater weg und er achtet nicht auf die Kamerafrau, die ihrer Tochter im Wege ist. Und die Kamerafrau versucht aus dem Wege zu gehen. Bei 1,72 Sekunden, wir sehen, das Mädchen hätte hinter ihrem Vater laufen müssen. Wenn der Gehweg für drei Personen nicht breit genug ist, bleiben anständige Europäer einen Schritt zurück. Das Mädchen schafft aber Platz bei 1,76 Sekunden mit ihrem Ellenbogen.
Sie fährt ihre rechte Hand aus. Niemand fragte, warum blieb das Mädchen nicht einen Schritt zurück? Warum hat sie ihren Ellenbogen und ihre Faust benutzt? Dieser Faustschlag wurde vollkommen übersehen, weil jeder nur auf das Bein der Kamerafrau konzentrierte. Ab 1,72 Sekunden startet ihr Faustschlag. Hier ist die Faust noch unter dem Baum. Oben habe ich einen Strich eingezogen. Bei 1,80 Sekunden ist der Fuß der Kamerafrau noch auf dem Boden, aber der Faustschlag des Mädchens ist schon unterwegs. Das Mädchen hat die Kamerafrau angegriffen und nicht umgekehrt. Und bei 1,88 Sekunden hat sie die Kamerafrau getroffen. Die Faust des Mädchens mehr als 4 Meter per Sekunde Geschwindigkeit hatte, als sie zuschlug. Und die Frau konnte ihre rechte Seite nicht schützen. Bei 1,92 Sekunden versucht die Kamerafrau gegenzuhalten. Und bei 2,00 bis 2,08 Sekunden schützte sie sich gegen einen möglichen Zusammenstoß, indem sie ihr Schienbein schützend vor sich hielt. Diese Bewegung war eine panikartige Reaktion und, wie sie sagte, sie hatte in dieser Situation das Mädchen nicht als Kind wahrgenommen. Auch diese Schutzbewegung wurde als Angriff auf ein Kind bewertet. Dieses Mädchen hat mit ihrem Vater die Polizeikette durchgebrochen und sie stoßen jeden weg, der im Wege ist. Diese Bewegung war übrigens weder Tritt in den Bauch noch Tritt in das Schienbein. Die Blick aus der Schweiz hat Tritt in den Bauch geschrieben. Bei 2,08 bis 2,12 Sekunden gab es einen Zusammenstoß zwischen dem Schienbein der Kamerafrau und dem Schenkel des Mädchens. Ab 2,16 Sekunden wird das Bein der Kamerafrau durch den Aufprall seitlich nach hinten gestoßen und bei 2,24 Sekunden, Achtung, jetzt wird es interessant, fährt der Fuß der Kamerafrau in der Rückwärtsbewegung vor dem Schienbein des Mädchens vorbei. Für einen Moment ist der Fuß der Kamerafrau wirklich vor dem Schienbein. Diese optische Täuschung hat die liberale Lügenpresse weltweit als Schienbeintritt an die Leser verkauft. Hier sehen wir sogar ausgeschrieben, die Kamerafrau gegen das Schienbeintritt. Von dem Boulevard Bild-Zeitung bis zu angeblich seriösen Spiegel, alles wurde gleichgeschaltet und auf Linie gebracht. Alle haben diese Fälschungen verwendet. Weltweiter liberaler Medienterror gegen die Ungarin. Die kanadische Presse erklärte hier detailliert, wie sie das Schienbein getreten hatte. CBC News hat sogar einen Vortrag gehalten. Diese Seite ist besonders gemein. Man behauptete, dass sie die Flüchtlinge sogar bespuckt hätte. Die liberalen Medien wollten einen Dämon an die Leser zeigen.
Und auch auf arabischen Seiten wurden gegen die Ungarin mit dieser Fälschung gehetzt. Mein Fazit ist, dass die Kamerafrau binnen 1,88 Sekunden dreimal attackiert wurde. Alle drei Angreifer liefen direkt auf den Körper der Kamerafrau zu. Der Migrant bei 0,0 Sekunden, der die Kamerafrau mit seinem Schulter gerammt hat, er wurde nicht angeklagt. Der junge Mann hat bei 0,72 Sekunden die Kamerafrau mit seiner missverständlichen Richtungsänderung in ihrer Körpernähe zu einer Panikreaktion gezwungen. Das Mädchen bei 1,64 Sekunden lief auf die Kamerafrau zu, um sie notfalls umzustoßen, falls sie nicht verschwindet. Die Kamerafrau wollte aus dem Wege gehen, das aggressive Mädchen dagegen nicht. Das Mädchen hatte also die Kamerafrau mit einem Schlag angegriffen und die Lügenpresse suggerierte uns ein, als ob die Kamerafrau der Angreifer gewesen wäre. Die Kamerafrau hielt das Bein nur auf, um das aggressive Mädchen von ihrem Körper möglichst fernzuhalten, nachdem das Mädchen sie schon geschlagen hatte. Obwohl die Kamerafrau mehrfach attackiert wurde, wollten die Medien nur die Reaktion der Kamerafrau zeigen, genau wie die Fotografen, die nur die Frauen und die Kinder fotografiert haben. Dieser liberale Medienterror mit gefälschten Bildern und die Erfindung des Dämons am Zaun war einfach eine abscheuliche Lüge.